Was ist unter dem Begriff Hinzuverdienst zur Altersrente zu verstehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wie versprochen beginne ich in diesem Video mit den Antworten auf die Fragen zur Anrechnung von Hinzuverdienst auf die Altersrente. Als erstes möchte ich Ihnen mal ganz kurz erläutern, was sich hinter dem Begriff Hinzuverdienst eigentlich verbirgt. Anspruch auf eine volle Altersrente hat der Rentenempfänger nur dann, wenn sein Hinzuverdienst nicht den Jahresfreibetrag von 6.300 Euro überschreitet. So steht es im Gesetz. Und dort findet sich der Begriff Hinzuverdienst. So. Und als Hinzuverdienst wird bei einer Altersrente vor der Regelaltersgrenze nur berücksichtigt Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen oder vergleichbare Einkommen. Und das wird alles als Hinzuverdienst, als Begriff des Hinzuverdienstes erfasst, also ein relativ enger Begriff. Und diese drei Einkünfte gelten als Hinzuverdienst im Sinne des § 34 SGB VI. Nicht als Hinzuverdienst gilt das Entgelt, was eine Pflegeperson von einer pflegebedürftigen Person erhält, wenn es im Rahmen des Pflegegeldes für einen Pflegegrad nicht übersteigt, also wenn es den Rahmen des Pflegegeldes für einen Pflegegrad nicht übersteigt. Und das Geld, was ein Behinderter oder welches ein Behinderter aus seiner Beschäftigung in einer anerkannten Behindertenwerkstatt erhält. Das ist alles kein Hinzuverdienst. Die Begriffe Arbeitsentgelt und Arbeitseinkommen haben wir schon in verschiedenen Videos erläutert. Bitte einfach mal anschauen. Der Begriff Hinzuverdienst ist nicht mit dem Begriff Einkommen gleichzusetzen. Einkommen ist viel weiter gefasst und umfassender und spielt bei der Anrechnung auf Einkünfte von Witwen- und Witwerrenten eine entscheidende Rolle. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.